Herzlich willkommen zur Land of Shadows After Show mit dem guten Markus hier oben und dem Justus da drüben. Genau, die werden mir jetzt noch ein paar Fragen stellen. Normalerweise mache ich das immer nicht, dass wir nach dem Abenteuer nochmal alles durchsprechen, was wäre wenn, weil wenn ein Spieler Infos gekriegt hat durchs Spielen, dann ist das okay und wenn er sie halt nicht gesammelt hat, dann hat er die halt nicht. Aber um dem Zuschauer das ein bisschen transparenter zu machen, haben wir uns überlegt, dass so eine Aftershow vielleicht ganz gut ist. Genau, ihr habt euch ein paar Fragen überlegt. Legen wir los. Wenn ich richtig ins Detektiv-Kurzverhör nehmen, das sage ich dir. Ich bin gespannt. Wenn was nicht passt, kann ich es da rauskriegen. Justus ist immer noch in Character, also Vorsicht. Ich bin immer eine Rolle. Obacht. Okay. Sagen Sie mal, Walter, wie sind Sie überhaupt auf die Geschichte gekommen? Ach so. Mit der Frage habe ich nicht gerechnet. Naja, ich habe mir einen Einsteigerabenteuer überlegt, weil wir hatten ja auch ein paar neue dabei, den Bonnie, die Rike und den Julian, die ja Land of Shadows noch nicht kennen und ich dachte mir, irgend so eine Detektivgeschichte ist vielleicht ganz witzig und eine, die jetzt noch nicht so tief mit Magie, Mutationen und sowas zu tun hat und deswegen habe ich mir ein bisschen was überlegt und ja, keine Ahnung, ich hocke mich dann halt hin und dann fange ich halt mal an, mir grob zu überlegen, um was es gehen soll, welche Charaktere da drin involviert sind, überlege mir, wie die so drauf sind und ja, die Geschichte ergibt sich dann eigentlich durch ja, eure Spielweise letztendlich. Natürlich habe ich ein paar Locations schon vorher ausgedacht, aber zum Beispiel dieser Phoenix Club da, der war nicht ausgearbeitet. Da muss man dann halt improvisieren. Aber das ist mir eigentlich immer lieber als so ein Railroad-Abenteuer, wo irgendwie alles vorgegeben ist, genau. Ja, ich meine, du hast ja auch das Setting etabliert, dann kannst du ja irgendeinen Club mal rausziehen, oder? Das sollte ja möglich sein. Ja, das geht eigentlich, ja. Magst du eigentlich immer ganz gut. Danke. Wenn wir schon bei den Locations sind, ne? Bist du eigentlich mit Google Maps durch New York gefahren und hast Peter Cooper Village zufällig gesehen? Hast du es gleich adaptiert oder? Tatsächlich habe ich geguckt, wo die Uni ist und habe geschaut, was dann daneben ist. Und da gibt es ein Peter Cooper Village. Ja, und dann habe ich das genommen als, habe gesagt, okay, das ist ein Wohnheim. Und habe da ein bisschen die Story um den Peter Cooper drumherum aufgezogen, genau. Ja. Peter Cooper sollte aber ursprünglich anders heißen, oder? Der Peter Cooper? Ehrlich? Ich habe mir das eingebildet, dass du da kurz so ein bisschen ins Schwimmen gekommen bist. Peter Cooper aus dem Peter Cooper Village war ich nicht so geplant, aber manchmal habe ich so Namensdreher drin, das merke ich dann mal erst später. Ja, dann muss ja hat ja gut gepasst, ne? Zum Lukas der kleinen Bratze. Ja, genau. So aus Spaß packt man den Peter Cooper ins Peter Cooper Village, einfach genau. Nur weil man es kann. Genau, ja, das mit dem Namen war wirklich so, ach scheiße, ist mir wirklich durch die Lappen gegangen. Ja. Ach wirklich? Also den hast du Peter Cooper genannt, aber mehr aus Zufall, oder wie? Ja, ich habe halt die Story ausgearbeitet, ich hatte dann die Location, da habe ich irgendeinen Namen gebraucht und ich weiß nicht, wie oder was, da habe ich den Peter Cooper genannt und als dann Rike, glaube ich, gefragt hat, wie der heißt, genau so, dachte ich, oh scheiße, da muss ich mir jetzt schnell was überlegen. Ja, ist aber, war auf jeden Fall lustig und ich finde, das hat auch nochmal extra zum Rätsel wie sagt man? Angeregt. Das hat immer extra zum Rätseln verleitet oder angeregt, ja. Zu überlegen, okay, warum heißt denn jetzt der Peter Cooper und wohnt auch zufällig da in einem Village drin? Ja, das war. Hätte ja so ein Gründer-Nachfahrer sein können, tatsächlich. Ja. Die Idee hatte ich am Anfang, aber dann davon bin ich schnell abgekommen. Okay. Nee, das war, ja, keine Ahnung. Manchmal passiert so. Als Dell dürfe ich auch nicht zu hart nachdenken, sonst gibt es psychischen Schaden. Ja, genau. Genau, ist richtig, ja. Nee, so war es mit dem Peter Cooper Village, genau. Das ist manchmal gar nicht einfach. Wenn du eine Idee hast und dann denkst du dir so, ah, da dürfte ich jetzt eigentlich nicht drauf kommen. Ja, ich glaube, das ist schwierig, ne? Wenn du so einen dummen Charakter machst, dass du dann selber weniger rätseln dürftest, als du selber machst, ne? Da muss ich Sam ja auch Danke sagen, der sollte ja eigentlich ursprünglich noch dümmer werden, aber zumindest mal so eine Intelligenz wollte er dann doch. Ja, das ist wichtig, ja, genau. Ich hätte Stärke 23 haben können, aber nein. Es reicht, glaube ich, auch so, oder? Wie man gesehen hat. Das hat's immer mehr, gereicht. Also in dem Punkt zählt eigentlich immer nur mehr ist mehr. Ja, Markus, du hättest halt den Baumenschen auch schneller ausschalten können, ne? Stimmt, ja. Gleich die kleinen Ausfahren mal so hier. Ja, den der hat sich ein bisschen zu lange aufgehalten. Ja. Ich bin zu lieb, ich weiß. Naja, hast du oder doch zu schwach. So souverän. Ja, stimmt, zu schwach. Souverän gelöst. Das wird sein, sofort. Also mit den nächsten Erfahrungspunkten gleich nochmal pumpen. Ja, ich glaube, du bist doch schon am Max. Mehr geht doch da gar nicht.
Doch, doch, da geht noch was. Ah, okay, gut, dann. Also Grundwert Stärke, da geht noch was. Ach stimmt, du hast durch die Boni den hohen Wert. Okay, passt. Aber die 100 Erfahrungspunkte vom letzten Mal, die reichen dann nicht. Ja, mit dem Milo, das war so eine Frage am Ende, die mir immer ein bisschen um den Kopf gegangen ist. Der Milo, der war ja in so einer ganz aussichtslosen Lage. Ich meine, wir haben seine Cyberware zertrümmert, wir haben ihn gefesselt, der war in einer Wohnung aufgewacht, in der er keinen Plan hatte, er war stundenlang ausgenockt und er ist aufgewacht und er war ja rotzfrech. Ich meine, da stand der Mutant, davor noch der Hero, der bis an die Zähne bewaffnet ist. Und was weiß ich, was in der Wohnung noch hätte sein können. Aber dafür war der Typ echt rotzfrech. Hast du den wirklich so gestaltet, sobald er in Schwierigkeiten kommt, mit seinem Leben abschließt? Oder was hast du dir bei dem gedacht? Ja, also der Milo, das war auch ein bisschen schwierig, da ja, den jetzt quasi korrekt auszuspielen. Der war ja in diesem, ich meine, das, was ihr, der Situation, in der er sich jetzt befunden hat, war ja im Prinzip schon zigmal, nur eben auf der anderen Seite, ne? Also der kannte das, der war auch ziemlich abgebrühter Kerl. Und er hat sich halt geschworen, dass er nie da das Rumjammern anfängt oder irgendwie, wenn es dann so ist, dann weiß er eh, wo es hingeht. Ne? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst den laufen, übergebt ihn an die Cops, wahrscheinlich, das ist auch wahrscheinlich, oder ihr bringt ihn um. Egal, was er jetzt sagt oder was er macht, das ist vorher eigentlich schon in Stein gemeißelt, was mit der Person passieren soll. Und der war halt so drauf, dass ihm das dann auch, ja, was heißt scheißegal, der hat damit schon abgeschlossen letztendlich gehabt in dem Moment, ja. Und er hat dann ja noch ein paar Infos rausgerückt, als du ihm dann da dein Knie irgendwo reingerammt hast. Ne? Da hat er dann meine Telefonnummer getroppt. Und ansonsten war der aber wirklich einfach so, wie er halt da auch aufgetreten ist. Also der war halt ein abgebrühtes Arschloch so. Wenn ihr jetzt, ich wusste nicht, also ich hatte, wie gesagt, ich habe nicht geplant, dass ihr den mitnehmt oder sowas. Dazu habt ihr euch ja entschieden. Es hätte auch sein können, dass ihr die vor Ort befragt. Mir war schon klar, dass es irgend so eine Situation gibt. Hättet ihr jetzt, sage ich mal, vor Ort die Charaktere befragt, wären die nicht alle so drauf gewesen. Da gab es dann noch den Hacker, den Bleichen, ne? Der hätte um sein Leben gewinselt und hätte geguckt, dass er euch irgendwie Infos anbietet, dass ihr ihn laufen lasst. Wenn der Milo anwesend gewesen wäre, dann hätte er den auch zusammengestaucht. Also da wären noch so ein paar zwischen den NPCs noch, die hätten sich dann auch noch ein bisschen gekappelt unter Umständen, ne? Also das hätte Milo überhaupt nicht geschmeckt, wenn jetzt der Moody da irgendwie, oder Mood hieß er genau, Mood, der Hacker, auspackt, dann hätte er ihm gesagt, halt jetzt deine dumme Fresse, ja, und akzeptier es einfach so ungefähr, ne? Dann hättet ihr die wahrscheinlich getrennt oder euch wäre da irgendwas eingefallen. Dann der Woody, der hätte auch noch geguckt, dass er euch mit euch irgendwie handelt oder sowas. Und der Typ vorne an der Theke, der wäre auch so gewesen, dass er, der hätte versucht, sich irgendwie rauszuwinden. Also der wäre, ja, ich weiß ja gar nicht, was da hinten gelaufen ist und so weiter. Ich habe damit nichts zu tun, ne? Also war ja ich schon in der Story drauf, ne? Dass er nicht wirklich etwas rausrücken wollte von seinen Infos. Gut, er hat ja auch relativ schnell in den Unterleib geschossen. Also da hat er auch nicht gezögert. Das war richtig asozial, ey. Ja. Ja, Das war richtig stimmt. asozial. Ja, ich Flinte und der Tegel schon die Hand drauf gehabt und hast ihn Ja. angegriffen und dann, ja. Genau, war Hattest aber. du ihm die Knarre aufgesetzt? Nee, oder? Du hast ihn irgendwie nur an der Ich hatte ihn Krawatte mit, nee, ich habe ihn mit dem gezogen. Kopf auf die Theke geschlagen. Ja, und dann Ja, und er hat sieh dann abgedrückt. gleich den Abzug. Dann hätte er mich fast entmannt, ey. Ja. Ja, der Typ, der war ein bisschen panischer unterwegs, ne? Also der dachte jetzt, ach du Scheiße, und dann hat er halt abgedrückt, ne? Der hat auch nicht gezielt oder so. Das war einfach nur auf Höhe Rumpf halt mal den Aber ich Abzug habe auch in gezogen. dem Moment nicht gut gewürfelt, ne? Vielleicht, wenn ich besser gewürfelt hätte, hätte er es vielleicht nicht gemacht. Dann hätte es vielleicht nicht gemacht, ja, genau. Ja. Wenn. Scheiß Würfeln. Nochmal kurz zum Milo zurück. Ja. Ja, die Intention da, dass wir den mitnehmen, war natürlich auch nicht, dass wir den da sofort umbringen. Also Ja. ich hatte ursprünglich die Idee, die Amber Harrison ist eine Anwältin. Ich wusste ja auch nicht, dass die so drauf ist, wie sie drauf ist. Ich dachte halt, die wäre halt, keine Ahnung, Staatsanwältin oder sowas und bisschen abgebrüht, dass er Sachen auch mal über die Unterwelt regelt. Aber dass die da gleich einen Cleaner mitbringt, hätte ich nicht gedacht. Also, dass der Milo an der Stelle noch exekutiert wird, war wirklich nicht der Plan, also zumindest nicht meiner. Ja, genau, aber da wird sich wahrscheinlich in Dell auch gedacht haben, ach du Scheiße, die hat richtig Dreck am Stecken, ne? Also es ist ja keine, Ja, es ja. ist eine Anwältin, aber ja, die ist auch noch ein bisschen anders unterwegs, ne? Das Ja, kannst du. jetzt zu,
In dem Moment, als wir diesen Lukas gefunden haben, war mir ja auch klar, er hat Dreck am Stecken, vor allem, als er dann direkt angefangen hat, seine Daten löschen zu wollen. Aber das hätte ich auch gern seiner Mutter gesagt, aber nachdem ich da an dem Abend mitgekriegt habe, wie seine Mutter eigentlich dann im Real Life drauf ist, sag ich mal, habe ich es dann auch gelassen, weil da haben sich zwei gefunden, glaube ich. Wissen wir eigentlich, dass er Maido tot ist? Vielleicht hat er ja den Cleaner auf irgendwelchen Umständen noch umgebracht. Das ein paar Mal in die Kacheln geschossen. Nee, das habt ihr schon mitgekriegt. Ich glaube, da war er noch anwesend, wo ich gesagt habe, ihr hört die zwei Schüsse und er macht dann hinter euch zu. Also, Wir haben seine Leiche nicht gesehen. Ja, gut. Das stimmt, ja. Gut, es sei denn, ihr seid jetzt irgendwie so rausgelaufen, so, interessiert mich alles nicht. So. Ja. Ja, und der Lukas selber, weil der quasi, den sein erstes Ziel war ja, sobald er frei war, die Daten zu löschen unten, ne? Was waren das für Daten überhaupt? Also, was hatte der überhaupt für einen Auftrag für die Unterwelt, sag ich jetzt mal, gemacht? Und die Daten, die er löschen wollte, was genau wollte er da löschen? Also wollte er wirklich nur seine Spuren erstmal verwischen oder wollte er noch mehr löschen? Genau, das hat er gesagt, er wollte jetzt eigentlich nur die Spuren verwischen. Das war die Geschichte, die er euch erzählt hat. Die hat auch gestimmt, genau, in dem Moment. Der ist jetzt nicht so unterwegs gewesen, dass der da rausgekommen ist und dann einfach, ich ziehe jetzt voll das Ding durch, sondern eher, ja, ich lösche da was und das Zeug muss weg. Und hat dann ja zur, wie hieß sie wieder, Helen dann auch kurz gesagt, da war er erst still und hat gemeint, ja, Daten löschen, und hat sie ja weggehauen, weil er da halt nicht geredet hat und sie nicht wollte, dass er damit weitermacht. Aber seine Intention war tatsächlich, dafür zu sorgen, dass man ihn halt nicht mehr findet. Das war das Erste, was er gleich gesagt hat, ne? Habt ihr die Daten gelöscht und so weiter? Und so auf den Daten war das drauf, was ich der Helen oder der Rieke dann auch gesagt habe, ne? Also da war jetzt nicht noch irgendwie versteckt irgendwas. Okay, also wollte er wirklich nur seine Spuren erstmal verwischen, dass er nicht nochmal gefunden werden kann. Genau, er ist zwar ein guter Hacker, aber er ist auch kriminell und so und ist auch ein bisschen, jetzt aber jetzt nicht so völlig abgebrüht oder sowas. Sondern halt, ja, der macht halt seine ersten Schritte so in die Richtung, sag ich mal. Genau. Aber wissen wir, was er für einen Auftrag für die gemacht hat? Nee. Also für die hat er ja gar nicht gearbeitet, hat er gesagt. Oder genau, stimmt, er hatte ja einen Auftrag gemacht und mit dem, wie hieß denn der andere wieder? Nee, Crazy Duke hat einen Auftrag, hat irgendwas gemacht und hat ihm die Daten zugeschickt und hat gesagt, verwahr die mal und wenn du von mir nichts mehr hörst, dann gib sie so und so weiter. Ne? Das hat er von Crazy Duke gekriegt und dann dachte er schon, ach du Scheiße, was ist das? Und wollte dann ja los, ist er aus seiner Wohnung raus und hat gesagt, er wollte dann erstmal abtauchen, also irgendwo anders hin halt, und dann haben sie ihn ja schon geschnappt, die zwei. Ja, Der Crazy Duke, hatten sie denn auch schon oder ist der noch auf der Flucht? Also, das willst du nicht verraten. Lukas hat ja gesagt, der ist wahrscheinlich tot. Ne? Also das war ja so, dass dass Lukas erzählt hat, sie hätten ihn da hingebracht, hätten ihn vernommen und dann hätten sie ihn da gelassen und gesagt, wir rufen wieder an und bringen ihn um. Ne? So, bringen ihn um, wenn wir anrufen. Ne? Also verwahr ihn mal so lange noch. Jetzt kannst du mutmaßen, dass die zwei Typen halt gesagt haben, okay, wir haben jetzt erstmal die Infos, aber wir wollen die Quelle erstmal noch da lassen. Also den Typen, vielleicht weiß der noch mehr oder wir brauchen noch mal was von ihm. Und haben sich dann auf die Suche nach Crazy Duke gemacht oder sind da noch eine Spur nachgegangen. Oder es gab auch ein anderes Team, was den Crazy Duke da aufgegriffen hat. Die Daten, die er da geklaut hatte, das wusste Lukas ja selber nicht, was da drin ist, ne? Ob das jetzt über irgendein so AAA-Konzern ist oder was weiß ich, ne? Also irgendwas hat dieser Crazy Duke in die Finger gekriegt, was halt überhaupt nicht seiner Kragenweite entsprochen hat und hat es gleich noch weiter verteilt, den Mist, ne? So, das war eigentlich der Aufhänger von der Geschichte, warum Lukas gesagt hat, oh kacke, ich muss untertauchen, und dann haben die ihn geschnappt und genau, so kam halt eins zum anderen. Ja, da ist aber auch komisch, dass er sich dann nicht bei seiner Mutter meldet, wenn die so viele Kontakte hat. Da ist er schon ein bisschen stolz, oder? Ja. Ich glaube, die verstehen sich überhaupt nicht. Von wegen, sie treffen sich jeden Sonntag zum Essen. Das war bestimmt auch nur ein Blabla von der Frau Harrison. Ja, ich meine, gut, als die Mutter halt reinkam, ich meine, das war ja auch ein sehr kühles Verhältnis zwischen den beiden, ne? Ja, das passt eben nicht zu dem, was sie uns am Anfang verkauft hat. Da hieß es ja auch, wir haben uns zwar ein bisschen aus den Augen verloren, weil er studiert jetzt und ich bin viel weg, aber jeden Sonntag essen wir zusammen Frühstück oder sowas. Das war's doch. Mittag. Das passt halt überhaupt nicht zu dem Verhalten, das die beiden da am Schluss an den Tag gelegt haben.
Ja, sag mal, wie ist denn das Verhältnis zwischen den beiden? Ja, also ihr habt schon recht. Also die hat euch jetzt, das Verhältnis zwischen den beiden ist schon so, wie ihr es am Ende erlebt habt, relativ kühl. Die treffen sich schon zum Mittagessen, aber sie hat euch jetzt halt erstmal was von der relativ heilen Familie erzählt, sage ich mal, ne? Das Bindeglied in der Familie ist der Vater, den ihr nie kennengelernt habt. Ihr hättet, also ich habe mir noch überlegt, es hätte ja sein können, dass ihr sagt, ihr wollt noch mit dem Vater reden, weil der irgendwas weiß oder so, ne? Dann hätte er auch noch seinen Auftritt gekriegt. Aber die Mutter hat ihn bewusst erstmal nicht ins Spiel gebracht, weil sie wusste, ach, der flennt am Ende nur rum und mein Sohn und überhaupt und erzählt irgendwelche Sachen über die Familie, was sie erstmal nicht wollte, dass er preisgibt. Weil der eigentlich eher so ein emotionaler Typ ist und sage ich mal, der ist weder kriminell, der arbeitet halt wirklich an der Schule und so. Und weiß auch nicht, also er weiß, dass seine Frau Anwältin ist, aber er weiß eigentlich nicht, in was für, mit was für Leuten die zu tun hat und was die noch so hintenrum treibt. Da habt ihr jetzt einen ganz guten Einblick gekriegt. Das weiß der Mann alles nicht oder der Vater von Lukas. Und der ist auch derjenige, der, sage ich mal, ja, der emotionale Typ ist und der die Beziehung irgendwie am Leben hält oder was, ne? Zwischen Lukas und seiner Mutter ist die relativ abgekühlt. Das heißt nicht, dass die sich nicht leiden können oder aus dem Weg gehen oder sowas. Aber der Lukas hat einen enormen Aufwand betrieben, dass das, was er da tut, nicht irgendwie rauskommt. Ne? Er hat sich eine zweite Identität besorgt, eine zweite Wohnung. Er studiert Medizin angeblich und sowas. Ne? Das musste, Angeblich, ja. er hätte auch sagen können, was weiß ich gehe jetzt in ein Jahr. Pff, ich will nur nicht gleich studieren, ich mache irgendwas anderes. Und stattdessen zieht er sowas ab. Das heißt, ihm war sehr dran gelegen, dass das eben nicht rauskommt. Und dass da jetzt auch nicht irgendwie die Familie was mitkriegt und er dann erstmal Mama anruft und die soll es regeln, ne? So. Und er hat ja auch gesagt, als Helen reinkam, er deine Mutter schickt uns, hat er auch gefragt, wie meine Mutter, so, ne? What the fuck? Was ist jetzt los? Also, das wollte Ja, er gut, die eigentlich. Aussage ist allgemein komisch. Nee, das stimmt. Mama hat gesagt, du sollst heimkommen, das Ja, will genau, wissen. richtig. Ne? Genau. Aber wollte er eigentlich, ja, wollte er nicht, dass das, er wollte es eigentlich nicht über seine Mutter regeln oder sowas. Ne? Er will ja selber da irgendwas machen. Na gut, jetzt muss er sich mit ihr irgendwie besprechen, ja. Aber der Vater hätte uns eh nicht weiterhelfen können, ne? Also der hätte auch nicht mehr Informationen gehabt, die uns irgendwie geholfen hätten. Nee, nee, der hätte euch vielleicht noch War irgendwie. dann auch nicht so, dass er mit seinem Vater ehrlicher ist und die Nee, dann also zusammenhalten oder der so. Vater wusste nichts, dass sein Sohn irgendwie in irgendwas Illegales verstrickt ist. Der hätte euch dann irgendwelche Sachen erzählt und vielleicht wäre der draufgekommen, dass das vielleicht nicht ganz so passt und in der Familie irgendwas ist, was halt nicht so Friede, Freude, Eierkuchen ist. Je nachdem, wie ihr den halt in die Mangel genommen hättet, ne? Oder wenn ihr gemerkt hättet, wir wollen den mit dem reden und sie blockt erstmal ab, die Mutter, und sagt, nee, nee, das muss nicht sein. Oder, ne? Also die hätte erstmal versucht, den da auch rauszuhalten. So, aber in die Richtung hat sich ja nicht entwickelt, genau. Ich hätte ja Gut, erst der. gedacht, dass der Lukas irgendwie Drogen verkauft oder so und so Okay. das Highlife lebt und genug Geld gesammelt hat, dass er halt einfach dem Peter Cooper locker so einen Studienplatz besorgen kann. Weil, wie gesagt, wegen Peter Cooper im Peter Cooper Village. Und dass er halt aufgrund von irgendwelchen Drogengeschichten eben weg ist. Okay. Meine Idee war ja noch, der hat den Peter Cooper da das Zimmer besorgt, dass er für ihn das Medizinstudium mitmacht. Der hat ja auch gemeint, er geht zweimal in irgendwelche Vorlesungen oder Prüfungen und so weiter, aber als Hacker kriegt er das ja auch anders geregelt. Aber zu dem Zeitpunkt wussten wir das ja noch nicht. Ja. Das hat uns ja, glaube ich, erst die Sophia so langsam gesteckt, die Sophia Turner. Die Sophia, genau. Ja, also der hat jetzt auch nicht, der hat zwar seine Hacks gemacht und so, aber jetzt auch im Phoenix Club, der hat sich die Lounge, der hat die nicht bezahlt, ne? Der hat sich da reingehackt und hat halt geguckt, dass er die so kriegt. Das heißt, der hat sich halt geguckt, was ist irgendwie hackbar. Das kann er auch relativ gut, das hast du ja gesehen. Die Helen, also die Rieke, ist nicht in das Sicherheitssystem von Milo reingekommen, was der Typ halt getuned hat. Das heißt, da ist der echt gut unterwegs, also hacken kann er. Und dementsprechend hat er auch so einen Club gehackt und sich da halt dann die VIP-Lounge rausgelassen. Und viel bei dem läuft über Hacks. An Kohle ranzukommen, musst du dann halt schauen, wie du es machst. Deswegen hat er sich auch diese Ranzbude da organisiert, wo er halt sagt, okay, da kann er erstmal untertauchen, da findet ihn keiner, da sucht keiner. Und die eine Hälfte der Wohnung wurde ja schön von Mami und Papi gezahlt. Von denen hat er auch ein gutes Taschengeld gekriegt. Und dann hat er halt durch seine Hackerei noch ein bisschen Kohle so dazu verdient. Aber das meiste lief tatsächlich über, ich hack mich da rein und hab dann halt irgendeinen VIP-Status oder sowas, ne? War dann auch komisch, oder? Dass er den Milo sein Sicherheitssystem so gut schützen konnte, aber sich selber quasi nicht vor den Dritten schützen. Weißt du, wie ich meine? Hm.
Also, dass die anderen ihn halt trotzdem auf die Schliche gekommen sind. Also, keine Ahnung, ob der Crazy Duke da irgendwas verraten hat, aber der wusste ja wahrscheinlich auch nicht, wie der Lukas privat ist oder dass er da irgendwas verraten hätte können. Genau, also die Scheiße fing eigentlich von Lukas an, als er das Datenpaket auf sein Comlink gekriegt hat, sein Smartphone, hat es erstmal nicht gemerkt. Und der Duke hat es halt nicht sauber runtergeladen, also da war eine Ortungssoftware mit drauf. Und naja, so wie die Typen drauf waren, war auch diese Software drauf. Das war einfach eine Nummer zu groß für den. Ne? Ja, und sagst du uns, was das jetzt für eine Organisation war und auch was das jetzt für, also wen der Crazy Duke da gehackt hat, mit welchem Hintergrund und auch was diese Untergrundorganisation war, die dann quasi entführt hat und auch foltern wollte? Also die zwei Typen, die ihn aufgegriffen haben? Mhm. Ich sag mal so, da werde ich jetzt nicht so viel verraten, weiß ich nicht, ob das nochmal eine Rolle spielt, mal gucken. Okay. Das waren Agenten von einem Konzern halt, ne? Okay. Der Crazy Duke hat halt einen Konzern gehackt, beziehungsweise dachte, er hackt ihn mit so ein paar anderen coolen Typen, die irgendwie da halt gesagt haben, sie haben da irgendwelche Codes oder sowas. Sind da reingekommen in ein gesichertes Netzwerk und haben da Daten abgezogen und die eben an den Lukas geschickt. Und das war auch für diese Gruppe da halt zu viel eigentlich. Ne? Die sind zwar reingekommen, aber unsauber, die haben ihre Spuren nicht sauber verwischt. Da hast du dann auch in so einem Netzwerk keine Hacker mehr, sondern halt eine KI. Ne? Die hat es halt mitgekriegt, ne? Security Breach. Haben da einen Datenfile runtergeladen, das weiterverteilt. Das, was da drauf war, konnten die nie entschlüsseln, also dafür hatten die nicht die Fähigkeiten. Und dann haben sie noch beim Download sich halt diese Software quasi mitgezogen, die genau dafür da ist, um halt rauszufinden, wer da versucht, dieses Netzwerk zu hacken. Also sie hatten Glück und Pech, da reinzukommen und was zu kriegen. Und dann lief es halt los, dass dieser Konzern halt ein paar Agenten losgeschickt hat. Und so waren die auch drauf, ne? Also die haben halt... Die haben den Typen ja an irgendeiner Kreuzung rausgezogen, den Lukas, ne? Nach seiner Erzählung. Und arbeitet der Milo dann exklusiv für irgendwelche Konzerne oder was? Nö. Die Agenten, für die mussten ein bisschen improvisieren. Also die waren jetzt halt in New York unterwegs und es musste halt alles schnell gehen. Und dann haben sie halt geguckt, wer im Darknet da sowas anbietet halt, ne? Also, die waren nicht von hier. Die zwei Agenten, die waren zwar in New York, aber das war jetzt nicht ihre Hauptdomäne. Das ist jetzt nicht der Sitz von dem Konzern oder sowas, ne? Du kannst ja... Hat er bestimmt Zelda Krupp gehackt. Das wäre Shadowrun, ne? Genau. Ein japanischer Konzern, der dann nach New York geflogen ist. Ja, sagen wir mal so, die haben halt ein paar Agenten aktiviert, die halt geguckt haben, dass sie da schnell hinkommen. Die hatten eigentlich was anderes zu tun. Das war auch nicht, das wissen wir. Genau, das geht auch schief. Die haben halt ein paar Agenten dahin geschickt, die halt gerade in der Gegend waren. Die hatten eigentlich was anderes zu tun und sollten sich dann eben darum kümmern. Und so kam dann eins zum anderen. Die haben dann im Darknet geschaut, wer sowas anbietet, sind auf den Milo gekommen. Der Milo hat jetzt mit diesen Typen nichts zu tun. Deswegen haben die auch ihre Störsender da gezündet, ne, oder gestartet, als die da bei dem rein sind, dass der halt auch nichts aufnimmt von denen. Und so kam eins zum anderen. Das heißt auch, die Nummer da, es wäre ganz witzig gewesen, wenn er da noch anruft, aber... Dann hätte sich irgendein Penner gemeldet, der halt jetzt halt mit dieser Nummer rumläuft. Ja. Ja, das haben wir ja selber schon rausgefunden. Ja, genau, das ist ja gesagt. Ja, das Hero oder Helen haben doch dieses GPS getrackt. Also ja, genau, und gesagt, da läuft irgendein Typ durch die Seitengassen oder sowas. Ja. Könnte es sein, dass die Konzernagenten nachts noch Ratten fressen oder sowas. Wer weiß. Wie ein Vampire. Aber die, also der Milo und den, also der Milo gehörte ja mit dem Butcher und diesem, wie hieß der Baumann? Woody, die gehörten ja alle zusammen, ne? Mhm. Genau, und die haben ja quasi diesen Keller gehabt, wo die Cyberware aus Menschen rausgeklopft haben. Auch, ja, genau. Okay, also die haben alles Mögliche gemacht, verhörtechnisch und Ripper-mäßig. Ja, sie haben halt da hat Milo schon die Wahrheit gesagt, weil das war offensichtlich, sie haben halt die Plattform geboten dafür, das heißt, du konntest im Darknet halt schauen nach, was weiß ich, Folterkammer, Verhörraum, Entsorgung, ja, das haben die halt angeboten. Die zwei Typen, die da unterwegs waren, haben auch gerade jemanden abgeholt wieder und die haben sich halt ein Geschäft... Die uns bei der Flucht entgegengekommen sind? Ja, genau, die Nathan noch gesehen hat, die zwei. Das waren tatsächlich nur... Ich dachte...
Ich dachte, das wäre die Verstärkung gewesen. War auch die Verstärkung. Er hat ja die gerufen, dass die zurückkommen sollen, aber die hatten auch gerade einen Job zu tun. Mhm. Also die waren unterwegs. Das eine war ein Cybermagier und das andere ein Kampfmagier. Also mit denen hätte er noch... Also mit Magie anlegen, kurz vor Schluss, das hätte ich dann auch nicht mehr gebraucht. Das ist gut, dass wir weg waren. Na, noch so ein bisschen Feuerball und was weiß ich für eine Scheiße halt. Ja, das, ne? das Problem als Nichtmagier ist halt, du hast halt kaum Widerstand gegen die Magie. Naja, du hast, würde ich so nicht sehen. Also du hast ja einmal dein Magiewiderstand aufgrund deiner Willenskraft. Ich weiß nicht, wie hoch die bei dir ist, gegen Manipulationszauber und sowas. Und ansonsten hast du deine Panzerung gegen alles andere auch. Es ist ja nicht so, dass der einmal mit dem Finger schnippt und du fällst um. Du hast jetzt halt... So Dragon Balls und sowas, die ignorieren doch Panzerung, oder nicht? Nee. Ach so, okay. Das habe ich extra so aufgezogen, dass das nicht so ist. Das heißt, auch ein Energiezauber muss erstmal durch eine Panzerung durch, bevor der dich trifft. Weil sonst, okay, war das bei Shadowrun anders? Ich glaube schon, oder? Bei Shadowrun ist anders, genau, aber das gefällt mir nicht, weil dann hast du halt so, ja. Dann ist es nicht balanced, ne? Dann kommt ein Magier und dann hör, du hast eine Panzerung an, das ist mir egal, ne? Fazit. Die Magier ein bisschen OP, ne? Ja, und das wollte ich nicht. Deswegen auch ein Betäubungsblitz muss eine Panzerung erstmal überwinden, ne? Also wenn der keine hat, kein Problem, aber auch wenn er dir einen Betäubungsblitz irgendwo hinschießt, dann, ja. Die Zauber haben auch eine feste Reichweite, oder? Ja, die haben auch eine Reichweite, genau, das ist genauso... Bei Shadowrun war es ja so schwammig definiert. Da hatten ja viele Zauber einfach Sichtweite. Hast du dir irgendwelche Teleskopaugen implantiert und hast ihn von 2 Kilometer Entfernung weggezaubert? Es ist im Prinzip... Wirklich? Ja. Ja, was? Bei Shadowrun hat viele Regellücken. Also gerade die 4. Edition, es ist auch... Aber da kommen wir ein bisschen weg vom Thema. Anderes Thema wollen, ja, genau. Nee, also es ist so, auch bei Land of Shadows, dass du Sichtkontakt brauchst, aber es gelten die gleichen Regeln wie auch für Feuerwaffen. Das heißt, je weiter dein Ziel weg ist, desto schwieriger wird es. Und du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, ich gucke jetzt durch ein Fernglas und dann, haha, geht's einfacher oder sowas. Das heißt, der kann dich schon auch 50 Meter treffen, wenn er will, aber er muss halt dann auch entsprechend gut würfeln. So. Aber wenn ich an meiner Waffe ein Fernglas habe oder ein Zielfernrohr, dann geht es schon leichter, den zu treffen, ne? Dann musst du halt zielen und dann kannst du ihn treffen, ja. Dann ist quasi die Magie benachteiligt. Die Kugeln fliegen aber nicht, ne? Weiter, ich glaube, das meint das, oder? Wie bitte? Die Kugeln fliegen deswegen nicht weiter, ich glaube, das meinst du. Die Kugeln fliegen nicht weiter, du kriegst einen Boni, wenn du ein Zielfernrohr hast, oder es ist Voraussetzung, ihn überhaupt erst zu treffen. Und da habe ich die Magie dann gedeckelt, da habe ich gesagt, irgendwo ist halt Schluss, ne? Also, genau. Ja. Ich habe eben auf meine Fragerliste, ob ich noch was offen habe. Ich habe noch eine zu der Sophia Turner, die haben Helen und ich ja verhört. Mhm. Oder besser Helen, ich habe ja Kuchen gefressen. Aber mir ist ja aufgefallen, dass da eine magische Signatur in der Luft lag, als die uns beobachtet hat. Richtig. Das heißt quasi, die war auch nicht nur Mutant, die war wahrscheinlich Magier-Mutant oder sowas, oder? Genau, ja. Also die ist... es gibt ja Mutanten, die auch Magie können, genau, dazu gehört sie. Sie ist ein magischer Mutant oder was, oder mutierter Magier, eines von beiden, kannst du jetzt aussuchen. Und die hat Wahrheit erkennen gewürfelt und sie hat sich ja dieses Pfefferminz-Ding da in den Mund gesteckt, diesen Kaugummi, um das so ein bisschen zu übertünchen. Das ist auch das ist eine echt gute Idee von ihr. Ja, das ist ja auch die Signatur von ihr gewesen, ne? Also dieses Minzding, aber ihr habt es halt stärker wahrgenommen, so, was kommt denn jetzt, ne, von dem Kaugummi, krass, ne? Du hast dann gewusst, okay, hast den Braten gerochen und sie hat da Wahrheit erkennen gezaubert, aber hat leider gepatzt. Oder hat halt gefailt, also sie hat es nicht geschafft, jetzt euren magischen Widerstand zu durchbrechen. Deswegen wusste sie jetzt nicht so wirklich, lügen die, sagen die Wahrheit, woran ist jetzt. Okay. Deswegen. Wenn die besonders gut gewürfelt hätte, hätte das dann auch geheißen, dass wir ihre Signatur nicht mitbekommen? Ja, das kommt jetzt drauf an. Also du kannst ja versuchen, einen Zauber zu verbergen. Wenn du das möchtest, dann kannst du das so machen. Da hat sie sich aber gar nicht drauf konzentriert, sondern hat gesagt, okay, sie macht das mit diesem Minz-Kaugummi da irgendwie, ne? Mhm. Und hat sich halt aufs Zaubern konzentriert. Und ich habe auch in dem Video eingeblendet, was ich da würfel, damit man das sieht, weil ich kann es ja logischerweise nicht sagen, sonst wüsste die ja, was läuft, ne? Da habe ich dann einmal so Wahrheit erkennen halt eingeblendet, also hat sie diesen magischen Zauber gewürfelt und da sieht man auch, okay, dass ich halt nicht über euren magischen Widerstand rüberkomme, das hatte ich ja da rechts offen
Und dann war klar, okay, sie weiß jetzt halt nicht, wenn es gelungen hätte, der Zauber geklappt hätte, dann hätte sie gleich mehr erzählt, weil sie gewusst hätte, dass ihr die Wahrheit sagt, ne? Mhm. So, und so wusste sie jetzt... Ja gut, das war aber in dem Fall ein Nachteil, dass der Widerstand so hoch war. Ja, okay, aber er ist... Einmal. Hätte die uns mehr erzählen können? Naja. Hat sie später, aber die hätte uns wahrscheinlich früher erzählt. Ja. Genau, das, was ihr euch nachher dann nochmal erzählt hat, wo du dann gesagt hast, naja, das war jetzt nichts Neues, hat ja auch gestimmt, weil ihr es inzwischen schon rausgefunden hattet, jetzt nur nochmal bestätigt, aber das hätte sie ja auch dann gleich erzählt, wenn sie gewusst hätte, okay, ihr seid wirklich von ihrer Mutter engagiert, deswegen hat sie erstmal da angerufen, dann sich rückversichert und überlegt, ob sie da überhaupt anrufen soll, das habe ich ja noch gesagt, dass Helen sie verfolgt und sie läuft erst so ein bisschen kreuz und quer so durch die City da, ne? Weil sie überlegt hat halt, kann ich denen jetzt trauen, sind es jetzt irgendwelche Entführer, haben die damit was zu tun oder nicht? Also die war einfach, ja. Wäre das besser gelaufen, wenn ich nicht dabei gewesen wäre? Nicht zwingend, also es war schon mal gut, dass ein Mutant da war. Da hat, wer auch immer das vorgeschlagen hat, von Mutant zu Mutant, schon recht gehabt. Ich meine, klar, du bist jetzt halt groß und siehst irgendwie aus, aber sie selber hat ja ein Problem mit ihrer Mutation, das habt ihr ja mitgekriegt, ne? Sie hat ja die Kapuze da übers Gesicht gezogen gehabt und ja, also das war durchaus eigentlich schon ein Boni erstmal für euch, aber ja gut, sie war, ist halt extrem vorsichtig gewesen und deswegen, ja, wäre es gut gewesen, wenn der Zauber halt funktioniert hätte, ne? So, ihr hättet noch versuchen können, sie mit Charisma mehr einzulullen oder zu überreden oder sowas. Aber nee, Charisma habe ich mir beim Zahnarzt wegmachen lassen. Ja, genau. Genau, ja, das so viel zu Sophia, ja. Ja, und der, ich überlege gerade, ob der Peter uns noch mehr erzählen hätte können. Ja, wie ist denn mit dem Peter? Hätte der noch was sagen können? Oder haben wir da eigentlich alles so weit rausbekommen? Ich überlege gerade, was der letzte Stand war. Genau, der Peter, der wusste nicht so viel. Der hat euch ein paar Infos gegeben, auch zu dieser zweiten Adresse da letztendlich. Über den seid ihr da hingekommen. Der Peter Cooper hat nicht mehr gewusst an der Stelle. Okay, also der hat wirklich... Peter Cooper war aber auch sehr kooperativ dafür, dass du deinen Ausweis vergessen hattest. Ja, hey, was willst denn du machen, wenn ich so nett zu dir bin? Ich habe halt meinen Ausweis vergessen, das kann ja mal passieren. Ja, es war ja noch, der wäre ja gegangen. Irgendjemand sein können, aber halt jemand mit einer Knarre in der Weste, das hat er ja gesehen. Ja, das hat er gesehen. Ja, wenn er gegangen wäre, wäre ich halt mit ihm rausgegangen. Dann hätte ich mir schon anders meine Infos geholt. Irgendwie hätte man schon hinbekommen. Ja, genau. Der Nathan hat ja gesagt, das soll sich nochmal hinhocken und hat ihn dann ja nochmal zugelabert mit seinem Charisma und dann hat er halt ausgepackt, weil er dachte, scheiße, die wissen irgendwie viel. Er hat ihm befohlen, sich hinzusetzen. Ja, er hat genau. Gar keine Wahl gehabt. Da hat er keine Wahl gehabt, aber das, was danach kam, war dann ja, genau, habt dann ja beide in die Mangel genommen. Ja, aber was würdest du sagen, so wie wir uns geschlagen haben? Also würdest du sagen, wir haben alles soweit ganz gut gemacht? Oder hättest du gesagt, wir hätten vielleicht das ein oder andere haben wir völlig übersehen oder hätten wir besser machen können? Oder was ist so dein Feedback? Ich fand die Runde gut. Ich finde es immer gut, wenn die Leute ihre Charaktere ausspielen, das ist das eine. Dann habe ich ja keinen roten Faden, der sich durchzieht. Also es gibt für mich keinen Weg, den ihr gehen müsst. Ich habe ja, wie gesagt, nur die Charaktere, die ich ausarbeite eigentlich, also die NPCs. Und überleg mir, wie sind die drauf, welche Informationen haben die und wie gehen die in welchen Situationen um halt? Wie gehen die mit Druck um, mit Stress um, wenn du den versuchst zu verführen, irgendwie zu belabern oder sowas? Wie kriegst du die oder mit Geld zu bestechen? Also da versuche ich halt immer so ein Profil auszuarbeiten und das ist dann das, was ich habe. Und dazwischen wird halt dann reagiert auf das, was ihr halt tut, ne? Und von daher gibt es da kein richtig oder falsch. Auch das mit dem Phoenix Club, das fand ich eigentlich ganz geil. Das war eine witzige Aktion. Ich meine, gut, unser Nathan war dann halt noch fertiger drauf danach, ne? Aber so ist er halt. Genau, mir geht es eigentlich darum, dass man ein schönes Spielerlebnis habt und wie ihr da an ein Ziel kommt. Mit was ich immer ein Problem habe, ist, wenn ein Charakter nicht sich nicht an sein, also wenn der Spieler sich nicht an sein Charakterprofil hält. Also ich mache es mir so, wie ich es gerade brauche. Ja? Zum Beispiel, wenn jetzt der Markus gesagt hätte, ja, mit dem Dell, ich habe den jetzt zwar Intelligenz 7 gegeben oder 8, aber ich hau all meine... Ich schau mal nach, bevor hier Gerüchte verbreitet werden im Internet. aber wenn er jetzt... Der ist nicht so dumm, wie ursprünglich geplant. Ja. Oder ja, dass er halt ihn dann auch entsprechend ausspielt. Oder wenn du jetzt halt einen barmherzigen Menschen machst,
als Charakter und dann irgendeinem Typen ins Gesicht schießt, weil du gerade denkst, oh, der muss jetzt weg, dann passt das halt nicht so. So, nochmal zur Klarstellung, er hat Intelligenz 9, er ist nur knapp blöder als der Durchschnitt. Ja, gut. Nicht schlecht, Glückwunsch. Jawohl, also Intelligenz 9 hat er. Wahrscheinlich trotzdem der Dümmste in der Gruppe, aber kann man halt nichts machen. Ja, ein bisschen unterdurchschnittlich, aber das passt ja, ne? Das ist ja sehr gut. Macht halt Muskeln wieder weg, ne? War halt vorher der Mutation auch nicht. Ja. Der wurde ja eingestellt, um Knochen zu brechen, nicht um irgendwie Erscheinungen zu treffen. Genau. Ja, ich finde es auf jeden Fall gut, dass ihr nicht hinter euch alle Typen umgebracht habt, weil es gibt halt Möglichkeit für Begegnungen, ne? Ich finde es auch immer schade, wenn man einfach so Leute wegexekutiert. Ich fand es dann tatsächlich auch am Ende schade, dass Milo gestorben ist. Hm. Weil wir haben uns nicht, ich habe mir ja nicht umsonst die Mühe gemacht, den Typen da rauszuschleifen, aufs Motorrad zu stecken und so. War schon ein bisschen, habe ich mich schon ein bisschen geärgert am Ende. Okay. Ja, vor allem, ich meine, die Leute haben ja immer noch ein Privatleben. Und du kannst ja nicht einfach so Leute in der Stadt umbringen, ohne mit den Konsequenzen rechnen zu müssen. Ne? Also ich meine, wenn da halt in der Gasse irgendwie 3 Leichen gefunden werden, auch wenn es Unterschichtsgebiet ist oder Mittelschichtsgebiet ist, die Polizei wird ja eventuell trotzdem ermitteln. Ja, wahrscheinlich in dem Milieu jetzt nicht, aber es kann halt andere Leute geben, die ermitteln. Nicht, ne? Du weißt das nicht. Klar. Oder so. Von daher, ja, musst du halt mal gucken. Ich habe auch, als ich den Typen mit dem Kopf auf den Tresen hauen wollte, oder es ja dann schon gemacht habe, auch wenn es nicht so gut gelungen ist, wie anfangs geplant, habe ich auch kurz gehadert, ob ich es machen soll oder nicht. Aber ich habe mir schon, weil ich ja nicht wusste, ob der wirklich was zu verbergen hat, aber ich habe gedacht, naja, jetzt bringen wir mal ein bisschen Action rein und irgendwann reicht's dem Detective halt auch mal. Dann ist es halt passiert. Also erst nochmal zurück, warum Milo gestorben ist. Das war eigentlich klar, dass wenn die Amber irgendwo auftritt und da lebt noch einer, dass sie dafür sorgt, dass da keiner mehr übrig bleibt. So ist die Dame drauf. Und der, konnten wir das vorher irgendwie wissen, dass die so drauf ist? Schwierig. Also ein Hin, wo ihr nachfragen hättet können, war, der Lukas hat mehrmals zu euch gesagt, sagt meiner Mutter, dass hier noch jemand ist. Ne? Und das hat er mehrmals gesagt zu Helen, da hättet ihr mal nachfragen können, warum überhaupt. Und dann hättet ihr vielleicht... Der Lukas hat quasi schon gewusst, der hat den Braten dass seine schon, Mutter ja. einen Cleaner mitbringen ja, kann. Genau, also das heißt, der kennt seine Mutter schon relativ gut und wahrscheinlich von diesen illegalen Geschäften besser als sein Vater. Das heißt jetzt auch, dass die Mutter wahrscheinlich auch jetzt nicht irgendwie sagt, hey, was machst du, das wird ein interessantes Gespräch zwischen den beiden. Aber wenn sie sagt, er soll das nicht tun, dann das kann sie eigentlich schon vergessen, weil das Argument bei ihm nicht ziehen wird, ne? Weil sie macht es ja selber. So. Und mit dem, das war eigentlich der Hinweis, wo ihr, wenn ihr da noch ein bisschen nachgefragt hättet, ne, dann hätte er wahrscheinlich rumgedruckst, aber dann wäre euch wahrscheinlich gekommen, okay, was ist denn das überhaupt für eine Anwältin, wenn die jetzt mit einem Typen kommt, der den wegräumt und der Sohn weiß davon, ne? Also da hättet ihr das, wenn ihr da nachgehakt hättet, dann hättet ihr vielleicht sagen können, okay. Gut, zu dem Zeitpunkt waren alle schon über 24 Stunden wach, die, ich glaube, da wollten nur noch einen Abschluss haben. Genau, so. Ich kann schon nachvollziehen, dass sie so drauf ist. Ich konnte es nur zu dem Zeitpunkt, ich konnte es mir selber nicht zusammenreimen, weder als Charakter noch als Spieler. Und Dell wollte aber nicht nachfragen in dem Moment, sozusagen. Nö, also ich meine, er kommt ja, die Hintergrundgeschichte ist ja, er kommt ja als, er war ein Knochenbrecher bei der Russenmafia, er war der so die starke rechte Hand vom Boss, ne? Der hat sowas halt schon gesehen und da braucht er jetzt auch nicht fragen, er hat ja auch schon gewusst, was da kommt. Ja. Und der Rest hat sich ja auch nicht die Mühe gemacht, da irgendwie zu sagen, nein, den brauchen wir noch und so. Wollte jetzt keiner sich für den Typen irgendwie, ne? Er hat sich jetzt ja auch ja nicht sympathisch verkauft bei euch, ne? Nee, nicht wirklich. Nee, wenn er ein bisschen entgegenkommender gewesen wäre, dann wäre das wahrscheinlich auch anders gewesen. Richtig, so, da hat sich der gute Milo dann halt schon selber ins Ausgeschossen, ne? Ich denke jetzt mal bei dem, hättet ihr diesen Mut mitgenommen, diesen Hacker, und er hätte euch da die Ohren voll geheult und die Mutter wäre mit einem Cleaner aufgetaucht, ich glaube, da wäre die Wahrscheinlichkeit relativ hoch gewesen, dass einer von euch gesagt hätte, hey, nee, das wollen wir jetzt aber nicht, dass du den abknallst, ne?
der weiß sowieso nichts und überhaupt, das kann ich mir schon vorstellen, dass ihr für den in die Bresche gesprungen wärt, weil er dem wahrscheinlich gesagt hätte, ja komm, erzähl uns was, du kannst dann auch gehen und so, ne? Ja gut, wenn ihr einen Hacker einen Gefallen schuldet, ist es auch immer besser, aber nur ich hätte jetzt Skrubel in der Zukunft gehabt, dass Milo mir einen Gefallen schuldet. Ja, das glaube ich. Da kannst du jemanden mit einem Fleischwolf drehen, das willst du eigentlich keinem NPC antun. Und das kannst du auch selber machen, ne? Ja, könnte ich, aber ich finde es immer schade, wenn so Charaktere, wenn NPCs da, wo der Spielleiter quasi sich auch einen Hintergrund ausgedacht hat, wie der Sam gesagt hat, oder zumindest einen Charakter, wie der handelt, dass man die halt für immer aus der Story rausnimmt. Ich fände es viel spannender, wenn dann in 5 Sessions dieser Woody nochmal irgendwo auftaucht. Ja, der ist sogar wahrscheinlich schon eingeplant. Den werdet ihr irgendwann nochmal treffen. Eine Frage hätte ich noch. Weil du ja immer wieder gesagt hast, dass es kalt ist und windig und so, ne? Ja. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob du noch auf irgendwas hinaus willst, ob du noch irgendwas passiert. Nee, es war einfach nur eine kalte Nacht. Ich habe es immer wieder betont und ich habe auch gemerkt, dass der Detective oder dass du irgendwie gemeint hast, warum sagt er das immer, ne? So. Ja, Das Wetter im Rollenspiel. Ich hab mich halt die ganze Zeit gefragt, ob du noch irgendeinen Scheiß kommst, weil du die ganze Zeit, ja, wie seid ihr gekleidet auf euren Motorrädern? Das ist jetzt schon ein bisschen kalt, oder? Hast du deine bessere Jacke an und so weiter? Ich dachte, irgendwas kommt doch da jetzt noch, irgendein Blödsinn. Nee, also wegen Motorrad prinzipiell, ich fahre ja selber Motorrad und es ist auf dem Motorrad echt kalt. Also wenn du 10 Grad draußen hast, das sind ja noch keine Minusgrade, und du hast deine normale Biker-Klamotte an, dann ist es echt frisch, ne? Und wenn du morgens in die Arbeit fährst bei 5 Grad, da hast du schon nochmal meistens eine Thermounterwäsche drunter, weil du dir echt sonst deinen Sack wegfrierst, ne? Oder was weiß ich. Also es ist echt arschkalt, ja. Und jetzt es war ja extrem kalt, habe ich immer wieder gesagt. Und ihr fliegt da auch noch mit einem Aerobike durch die Gegend. Da kann man schon mal nachfragen. Genau. Hätten wir das überhaupt machen müssen? Was? Wirklich so weit außerhalb zu diesem Schrottplatz-Tankstelle? Oder wäre das auch anders gegangen? Wolltest du uns da haben? War das eingeplant oder war die auch ähnlich wie der Phoenix Club? Nee, der Schrottplatz war eingeplant. Das war so eine Szenerie, die ich hatte, wo ich dachte, okay, ihr braucht irgendwie einen Input zu diesem Milo. Und tatsächlich war die einzige Spur, die ich da gelegt hatte, über das Auto. Das heißt, so ein paar Gedanken habe ich mir schon gemacht, so ein paar Stationen. Okay. Weil ich werde da immer vorsichtig, wenn es außerhalb der Stadt geht. Ich sag nur Kanada, aber davon reden wir nicht. Ja, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die Land of Shadows Aftershow. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr habt noch ein bisschen mehr Infos bekommen. Wenn euch jetzt noch was fehlt, dann bleibt euch nichts anderes übrig, als das in die Kommentare zu schreiben oder mir eine E-Mail zu schicken. Und dann werde ich das so gut ich kann nach Kräften beantworten. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Ja, lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Zum Beispiel Staffel 2. Ich weiß noch nicht genau, wann sie kommen wird, aber sie wird kommen. Das ist relativ sicher. Und dann sage ich mal, bis dahin, habt eine gute Zeit, macht's gut. Ciao. Pow!